Puh. Gut gemacht. Danke. Der Junge. Ich mach doch nur Spaß, du miese Peter. Der Hammerkopf. Ja. Aber dass er ihn jetzt auch immer lobt, finde ich echt süß, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut. Aber ich weiß nicht, was Sony für eine Besessenheit von diesen Entropie-Mans hat, unter denen alles hinwegbricht. Was soll das denn bedeuten? Ist das ein Foreshadowing, dass Sony den Konsolenkrieg verlieren wird? Nein! Dafür bin ich nicht bereit. Also da ist er. Wie bekommen wir ihn frei? Wir schieben. Aber... Vertrau mir. Also Kratos schafft das. Bereit? Leg deine ganze Kraft hinein. Jawohl! Als wenn das einen Unterschied macht, dass er mitdrückt. Aber er will ihn involvieren, das finde ich schön. Er will ihm zeigen, dass er Teil dieses Abenteuers ist und dass er nützlich ist. Was ist mit uns? Wir springen. Wirklich? Komm! Hab keine Angst! Warum sollte ich? Ich hab dich! Ihr seid irre, Ian! Alles gut. Gut, wir müssen weiter. Dass es tatsächlich geklappt hat und dass sie nicht zerquetscht wurden, ey. Oh, oh. Na super, und hier stürzt jetzt erstmal alles ein, oder wie sieht das aus? Eins muss man dem Mann lassen. Er versteht es, Dinge zu zerstören. Vergiss das nicht, Kopf. Ich denke stets daran. Da drüben, den Eingang haben wir gesehen, unter dem Eis. Und jetzt können wir halt hin. Wunderbar. Ich find's auch geil, wie er einfach an seinen Rücken springt. Ohne zu wissen, ob das überhaupt klappen wird. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Okay, wir können dahin. Und dann hoffentlich irgendwie runter. Nein. Nein? Nicht? Ah. Ich will da runter. Ich will nicht, dass noch mehr einstürzt. Ich ertrag das nicht. Nein. Nicht jetzt. Das sind die Söhne von Thor. Wir können uns doch nicht mit denen anlegen. Die sind wahrscheinlich verdammt stark. Holy shit. Fester Svartalfheim im Stahl, sehr gut. Wie hießen die? Magi und Modi oder Magni und Modi? Auf jeden Fall dürfte das übel werden. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mich mit denen anlegen will, ehrlich gesagt. Wo sind die überhaupt? Vielleicht sollten wir etwas weniger auffällig sein, Kratos. Es sei denn, er will diese Begegnung provozieren. Was ich mir bei ihm auch gut und gerne vorstellen könnte. Das waren die, die bei Baldur waren, seine Neffen? Ja, Magni und Modi, die Söhne von Thor. Mutter sagte, dass die Asen die schlimmsten Götter wären und Thor der schlimmste der Asen. Dann ist er wohl auch ein schrecklicher Vater. Sie sind keine Kinder mehr. Das ist keine Entschuldigung. Kommt Sindri klar? Die werden ihn nicht mal finden. Ihn nicht, aber uns. Hundertprozentig. Er macht sich einfach unsichtbar und entkommt dann. Ja.
halt nochmal Ausschau, ob wir hier noch irgendwas zerstören können oder ob hier irgendwo ein Rabe Odins ist. Hacksilber. 47.000 schon wieder. Was ist das? Ah, der große Speisesaal. Neidobjekt von ganz Midgard. Komisch. Da war doch ein riesiger Kronleuchter. Hat richtig Leben in die Bude gebracht. Da. Ah ja. Ist das die letzte Kammer? Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Naja, okay. Was ist denn, wenn wir das Ding abschießen? Du musst immer alles kaputt machen, oder? Ja, wie sollen wir denn sonst da durchkommen? Was, wenn ich da jetzt wieder... Oh, sag mir nicht, dass wir den Troll befreien können. Wenn ich mich recht erinnere, stand der Thron des Jarls auf der anderen Seite dieser Eiswand. Ich will den Troll befreien. Du hast ja kaum einen Panzer. Guckt euch das Leben an. Guckt es euch an. Habt ihr das gesehen? Diese Attacke bricht einfach das Balancing. Oder das Ding ist halt einfach nicht stark genug. Hey, den wollte ich töten. Wir können ja mal eben gucken, ob wir mit dem Teil auch noch irgendwas machen können. Nimm das Ding, nimm es. Okay, nimm es nicht. Schade. Und tot. Ja, neun Scheitel gezogen. Warum denn nicht? Dass der hinüber ist, habe ich mir fast gedacht. 246 Erfahrungspunkte. Aber wir erreichen ihn nicht. Steinbartkönig. Mutter sagte, der Steinbartkönig verdiente sich seinen Titel König deswegen, weil ihn niemand diesen Titel streitig machen konnte. Wenn man arrogant genug ist, sich selbst König zu nennen, sollte man es auch untermauern können, was Steinbart konnte. Er wurde nie im Kampf besiegt bis jetzt. Fester Svartalfheim im Stahl. 4 Stück. Und Keileransturm, Runenbeschwörung. Beschwört eine Herde von Spektralkeilern, die im Weg befindliche Gegner überrennen. Das sieht nicht schlecht aus. Wieso haben wir denn 8300 Erfahrungspunkte? Warum? Warum kann ich das Ding nicht ausrüsten? Warum geht das nicht? Ach, weil die Abklingzeit ist. Warum haben wir denn so viele Punkte gekriegt? Ja, okay, wahrscheinlich, weil wir Beschwörer getötet haben. Angriffe parieren kann es nicht sein, da sind wir noch nicht. Gegner ans Taumeln bringen auch nicht. Gefrorene Gegner zermalmen, weiß ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Nee. 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 Oh ja, das könnte es gewesen sein mit den Draugen. Häscher, nein. Trolle auch nicht. Nachtmare auch nicht. Schatten auch nicht. Oger auch nicht. Dunkelalben auch nicht. Wiedergänger auch nicht.
500 Gegner können es gewesen sein. Wir haben auf jeden Fall ordentliche Erfahrungspunkte gekriegt. Und das ist genug Erfahrungspunkte, um den zu verbessern. Erhöht den Frostschaden und die Dauer des Strahls. Oh Gott. Und guckt mal, für die nächste Stufe brauchen wir einfach 18.000 Erfahrungspunkte. Es ist aber auch krank. Es ist aber auch wirklich einfach nur krank, wie viel Schaden das Ding macht. Es macht einem wirklich ein bisschen Angst. So, wir können hier noch ein bisschen was tun. Und zwar, können ja mal hier gucken. Schmetternder Schwinger. Drücken Sie R1 beim Sprinten mit bloßen Händen, um einen mächtigen Schwingerangriff aus dem Lauf auszuführen, der Gegner am Boden taumeln lässt. Warum? Schulterramme. Drücken Sie R2 beim Sprinten mit bloßen Händen, um Gegner mit einem mächtigen Schulterstoß in die Luft zu schleudern. Das ist auch gut. Also wenn wir sprinten, dafür müssen wir mit bloßen Händen sein. Oder halt den. So, wir kommen nicht darauf, heißt es. Naja, das war ja nicht das letzte Ding hier. Wir können ja mal da gucken. Ja, ich würde sagen, das war's dann mit dem Oger. Das ist so bescheuert. Das ist einfach so bescheuert. Das Ding ist halt, es ist ja auch keine Fähigkeit, die man nur irgendwie durch ein Sonderpack oder so kriegt. Keine Ahnung, es ist einfach komplett übertrieben. Wenn Vater ein Oger reizt, bis er einen Sprungangriff einsetzt, kann er danach eine Weile nicht angreifen. Ich hoffe, sie treffen nicht. Ja, das hoffe ich auch nicht. Was kriegen wir von dem? Upp. Symbol der List. Festers Vaterfeimstahl ist immer gut. So, und jetzt müssen wir noch das da oben wegmachen. Also ganz ehrlich, bei all dem Lärm können Magni und Modi uns doch nicht verfehlen. Sie können uns missen. Sei bereit! Der weicht auf jeden Fall gut aus. Ich will sie mit bloßen Fäusten zerprügeln. Okay, vielleicht keine so gute Idee. Gut, weiter so. Davon kommen wir durch. Vulva. Wenn Vater in den Rauschangriff eines Vulvas gerät, kann ich den Vulva möglicherweise mit einem gut platzierten Pfeil von ihm abbringen. Wenn ein Vulva heult, verfällt er in einen Rausch und greift unglaublich schnell an. Haben wir auch alles erlebt. Vulva. Woher kenne ich das noch? Vulva. Wilder Vulva. Eine noch zähere Art von Vulva. Sie sind auch klüger. Sehr, sehr gefährliche Wesen. Zum Glück trägt meine Bogensehne Magie in sich, sonst wüsste ich nicht, wie wir ihnen beikommen sollten. Mit der Axt seines Vaters zum Beispiel. Aber es ist jetzt nur so eine Vermutung, dass das klappen könnte.
Ist jetzt nicht so, als hätten wir den schon mal im Laufe des Abenteuers irgendwie gebraucht oder so. Oh. Das müsste einer der Jarls gewesen sein. Da vorne ist was. Siehst du, ihm geht's gut. Dachte, ich verschwinde besser, als Thors Söhne auftauchten. Bitte behandelt den Wetzstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Er ist eine unbezahlbare Reliquie. Ist der Wetzstein das Einzige, was dich interessiert? Diese Männer, was weißt du über sie? Erstens, sie sind keine Männer, sondern Götter. Naja, Halbgötter zumindest. Mal sehen, Thor ist ihr Vater. Verschiedene Mütter, verruchte Geschichte. Baldur ist ihr Onkel, Odin ihr lieber Opa. Oh, und eine Schwester namens... Waffen, wie kämpfen sie? Oh, na klar. Magni ist stark, richtig stark. Trägt ein von Zyklonendonner gehärtetes Schwert. Und Modi? Da ist mir jede Ratte lieber als dieser Widerling. Er trägt Keule und Schild. Nicht vergleichbar mit dem Hammer seines Vaters. Geht ihn aus dem Weg wie ich. Aber... Okay. Magni wird wahrscheinlich der Starke sein und Modi der Schnelle. Scheiße. Dann lasst uns anfangen. Okay, so wie das klingt, werden wir jetzt gleich gegen die kämpfen. Das ist nicht witzig. Das ist gar nicht witzig. Wir können unsere Rüstung noch einmal verstärken. Das hatten wir aber eben schon und wir haben festgestellt, dass es nicht so wirklich was bringt. Es bringt halt echt wenig, ne? Also irgendwie... Ja, das bringt's auch nicht so richtig. Wobei Abwehr 4 ist wenigstens ein bisschen was. Verbesserung erfolgreich. Aber das hat's echt nicht so wirklich gebracht. Wir können aber auch nichts anderes craften, was jetzt sinnvoll wäre. Was ist mit dir, Kleiner? Also noch etwas für dich? Was habe ich denn für eine Hüftrüstung gerade an, dass er mir... Welche habe ich an? Wollte ich noch irgendwas... Wir wissen, welche ich an habe. Runen, achso. Ja gut, der ist ja schon perfekt. Der ist schon wunderbar, wie er ist. So, und jetzt können wir nochmal eben, das fällt mir gerade ein, hier, das austauschen, und zwar mit den Keilern. Magni und Modi. Jetzt nehmen wir den Kampf mit euch auf. Den Wetzstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Er ist eine unbezahlbare Reliquie. Da kommen wir leider noch nicht dran. Da fehlt uns noch die Fähigkeit für. Die müssen hier irgendwo in der Nähe sein. Meißels, bevor sie etwas bemerken. Junge. Ergib dich. Der Allvater verlangt es. Nein. Gut. Dies ist mein Kampf. Geh. Na, wo willst du denn hin? Oh nein, Bruder. Der Kleine hier hat einen Bogen. Was tun wir jetzt bloß?
Oh. Sag mir nicht, was zu tun haben. Atreus. Die Keiler. Okay, immerhin konnten wir Marken ein bisschen schaden. Und jetzt. Ich kann mich gar nicht mehr. So, jetzt müssen wir mal eben an ihn ran. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich kann ihm gar keinen Schaden machen. Was geht denn ab? Bleib hinter mir, Junge. Warum verfolgt ihr uns? Was will Odin? Keiner. Komm her. Papa hält dir jetzt nicht mehr die Hand. Halt die Klappe! Nenn mich nicht so! Unfassbar, dass du so lange überlebt hast. Diese dürren Ärmchen können kaum den Boden. Klappe halten! Beruhige dich, Junge. Sie brauchen wohl noch eine weitere Aktion. Oh, ich lass sie. Ja, tatsächlich kommen wir am besten durch mit unserem Froststahl. Oh. Die haben schon krasse Fähigkeiten. Ich frag mich halt, ob wir sie jetzt töten. Oder ob wir sie nur in die Flucht schlagen. Hat sie dir das Gesicht entstellt, damit du ihr ähnelst? Lass meine Mutter da raus! Spricht nicht über meine Mami. Hör nicht auf ihn, Kleiner! Er will dich nur reizen! Egal! Du Söhne! Torsöhne! Könnt ihr es gern versuchen! Kopf! Tut mir leid! War das zu viel? Geh dich um! Ja, war's! Okay, sie... Scheiße. Sie täuschen an. Der zweite schlägt zu. Amüsiert ihr euch? Langsam müde. Hey, den haben wir gar nicht kommen sehen. Hinter dir! Versuch's nochmal. Ach du Scheiße. Okay, jetzt kriegt ihr den. So, den haben wir down. Jetzt fehlt noch Modi. Verdammt. Magni ist wieder da. Nein. Eine Hure gewesen sein, es mit jemandem in ihm zu treiben. Ich freu dich um! Atreus!
Die Krankheit. Wieder das Fieber. Nein! Alles gut. Junge. Der Husten, das Blut. Der Junge ist krank, er braucht Freya. Nein! Ruhig. Es geht schon. Sehr gut, Kleiner. Mir geht's gut, siehst du? Er ist wirklich besorgt um seinen Sohn. Auge behalten. Scheiße. Magni ist tot. Und das bedeutet, dass wir uns jetzt erst recht den Zorn der Asen zugezogen haben. Denn bisher war das ja alles nur ein Scharmützel. Aber jetzt wird daraus eine Fehde. Jetzt wird daraus eine Fehde. Der ältere von Thor. Der ältere Sohn von Thor. Er hatte ein riesiges Schwert, konnte Blitze erzeugen und war echt gemein. Vater hat ihn getötet. Modi. Der jüngere Sohn von Thor, ein unbarmherziger Widerling. Er kann auch Blitze schleudern und kämpft mit Streitkolben und Schild. Er lief davon, nachdem Vater seinen Bruder Magni umbrachte. Aber wir werden ihm sicher wieder begegnen. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, töte ich ihn. Scheiße. Oh, Frostflamme. Von Magni, okay. Ah. Leibtre-Legierung. Von Blitz durchzogenes Metall verwandt von Thors Familie. Dient zur Verbesserung von Knäufen mit Schockschadenseffekten. Gefunden Schatzkammer verstecken. Oder Schatzkarten verstecken. Leviathan. Axtverbesserung verfügbar. Das kommt dann auf jeden Fall demnächst. Ja, ein heftiger Kampf. Cool inszeniert auch wieder. Auch wenn die nicht wirklich schwer waren. Aber es liegt zum großen Teil halt wirklich an unserer Fähigkeit hier mit dem Froststrahl. Die ist einfach zu stark. Ist einfach viel zu stark. Das ist der Meißel. Wir brauchen nur einen Teil davon, ne? Reicht das? Sollte reichen. Damit können wir die Weltenrune nach Jötunheim meißeln. Und euch an euer Ziel bringen. Übrigens, jetzt können all diese magisch versiegelten Türen geöffnet werden. Wie die gleich um die Ecke. Ihr könnt durch diese Tür jetzt, da ihr den Meißel habt. Ach, diese. Die Kammern. Und mit dem Meißel kommen wir da jetzt durch. Okay, das ist interessant. Wir haben jetzt übrigens 8700 Erfahrungspunkte. Weil wir eben diesen Teil der Hauptquest erledigt haben. Finden Sie den Bindepunkt mit L, drücken Sie dann R2, um zuzuschlagen. Oh ja. Interessant.